Ja, wir befinden uns hier im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, das 2015 im Oktober geöffnet hat und zählt jedes Jahr so rund 200.000 Besucher und Besucherinnen. In unserem Bundesliga-Karussell können die Leute Platz nehmen und die Fußball-Bundesliga mit all ihren Emotionen, die sie hervorbringt, erleben. Die Idee kommt daher, dass es grundsätzlich die Überlegung gab, nicht nur Exponate einfach auszustellen, ohne in einen Kontext einzubetten. Das bedeutet, dass uns auch die Szenografie hier im Deutschen Fußballmuseum unheimlich wichtig ist, dass das Exponat in Zusammenhang mit Kulissenbau, mit technischen Elementen, mit medialen Elementen zum Leben erweckt wird und damit auch wieder das ganze historische Ereignis. Es ist natürlich bequem, Platz zu nehmen im Laufe dieses Ausstellungsrundgangs, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, aber trotzdem aktiv zu bleiben. Dabei schauen Sie auf drei Monitore und dass Sie das überhaupt können, gleichzeitig ermöglicht die Drehscheibe vom Boomart. Die Qualität spielt natürlich eine große Rolle. Wir sind ein Haus, was nur montags mal schließt. Ansonsten haben wir fast durchgehend geöffnet. Bedeutet halt, dass ja auch die technischen Anlagen großen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Und da kommt es natürlich darauf an, dass sie zuverlässig funktionieren. Ja, die Zusammenarbeit mit der Firma Boomart war unkompliziert. Man merkt es jetzt auch daran, dass die Anlage wunderbar funktioniert. Wir haben relativ geringen Wartungsaufwand und deswegen sind wir da sehr glücklich. Einerseits, wie es in der Entstehung war und auch jetzt, wie es im alltäglichen Betrieb funktioniert.